Ich habe mir die Akte kommen lassen und die lässt in der Tat nur den einen Schluss zu. Herr Romberger ist danach vom Weg abgekommen und im Moor ertrunken, nachdem er sich von Ihnen, Herr Bloch, verabschiedet hatte. Ja, ich habe das doch damals schon alles gesagt. Ich sollte ihn zum Bahnhof fahren, das sind vom Ortsausgang noch rund 6 Kilometer. Auf halber Strecke ist er dann ausgestiegen, oben an der Bank bei der schönen Aussicht. Was hat er gesagt? Ich gehe den Rest zu Fuß, Herr Bloch. Dann gab er mir 5 Mark und sagte, ich soll die Koffer zum Bahnhof bringen. Das habe ich gemacht. Ja, und dann standen immer die Koffer am Bahnhof. Wer nicht kam, das war Herr Romberger. Auch nicht zum Mittagszug, auch nicht zum Abendzug. Zurück nach Bad Rothenstein kam er auch nicht. Und da habe ich Alarm geschlagen. Herr Bloch, Herr Romberger besaß einen Krückstock mit besonders schönem Griff. Elfenbein mit Silber. Ja, das stimmt. Hat er den vielleicht in Ihrem Wagen liegen lassen? Nicht doch. Er hat sogar damit gewinkt, als ich losfuhr. Hat man den Stock später gefunden, Klamroth? Irgendwo im Moor vielleicht? Na, keine Spur. Das war ja eben die Schwierigkeit für uns. Man hat nichts gefunden, überhaupt nichts. Steht denn das nicht in den Akten? Doch, doch, es steht drin. Ich wollte es nur noch mal bestätigt wissen. Ja, dann ist eigentlich alles klar. Nichts ist klar, Klamroth. Der Stock ist nämlich wieder da. Was? Ja, vor 3 Tagen plötzlich aufgetaucht. Ja, wo? Ziemlich weit weg von hier. 600 Kilometer weit entfernt.